ist der 25. Einen Tag später. Denn gestern war alles so schön, ne? Ich habe mein Bad geputzt, ich habe mitgefilmt. Ich habe gekocht, ich habe mitgefilmt. Was ist? Meine Daten sind Schrott. Weil diese Speicherkarte, die ich mir irgendwann gekauft habe bei DM, weil meine andere nicht auffindbar ist, Schrott ist. Guten Morgen. Es ist jetzt Freitag, der 24. Und ich sitze hier und gucke, ich gucke YouTube-Videos. Oh Gott, diese Familie läuft gerade. Und ich stelle euch mal wieder hin. Anstatt, dass ich mal zu Ende gucke, ne? Kennt ihr das? Ihr guckt das Video, dann fällt euch ein, ach nee, ihr könnt ja noch das und das machen, macht wieder aus, macht dann, geht dann irgendwo hin, macht dann eure Sachen, setzt euch wieder hin, guckt weiter, dann fällt euch wieder ein, ach nee, ihr könnt es noch das und das machen, dann setze ich mich, ja Quatsch, dann stehe ich wieder auf und dann mache ich weiter und dann setze ich mich wieder hin und guck YouTube weiter. Unglaublich. Boah. Meine Fresse. Egal. Heute auf dem Tagesplan steht bei mir Putzen und Therapeuten anrufen. Weil ich muss unbedingt bis nächsten Donnerstag Therapeuten angerufen haben. Weil ich ja eine Traumatherapie machen wollte, gerne. Und da muss ich mich noch drum kümmern und ich habe nächste Woche eine andere Therapie und die wollen wissen, wie weit ich dann mit den Telefonaten bin, ob ich schon auf der Warteliste stehe oder nicht. Ja, das muss ich nämlich heute auch noch machen. Gut, dann wäre noch nächste Woche Montag, die Insta und Mittwoch, aber es wäre schon ganz gut, wenn ich es heute mache. Deswegen muss ich mich auch so langsam sputen. Und dann wollte ich vielleicht heute noch eine vegane Bolognese machen. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Mal gucken. Und wenn, dann nehme ich euch mit. Habe ich beschlossen. Gut, bis später. Tschüss. Thank you.
Morgen. Ja, heute ist der 25. Einen Tag später. Denn gestern war alles so schön, ne? Ich habe mein Bad geputzt, ich habe mitgefilmt. Ich habe gekocht, ich habe mitgefilmt. Was ist? Meine Daten sind Schrott. Weil diese Speicherkarte, die ich mir irgendwann gekauft habe bei DM, weil meine andere nicht auffindbar ist, Schrott ist. Ich nehme auf, alles super. Ich pack's auf den Rechner. Ich verbinde es mit dem Rechner. So. Ist auch noch alles super. Ich kann auch die Videos starten. Bis die Karte meint, nein, das geht nicht. Super. Ich komme nicht an die Daten dran. Dann soll ich formatieren. Ich sehe, ich kann nicht formatieren, dann ist alles wieder weg, obwohl ich es vorher schon zweimal formatiert hatte. So, naja. Dann will ich formatieren, weil ich meine, gut, dann sind die Daten halt weg, dann ist es formatiert, dann geht es nicht zu formatieren. Oh, dann muss ich die SD-Karte wieder rausholen, dann wieder reinstecken, dann geht es wieder eine Zeit lang, dann sagt er wieder, nein, geht nicht, formatieren. Zum Kotzen. Ich muss mir irgendwas anderes einfallen lassen. Achso, ich habe übrigens keine fettige Haare, weil das, ich habe mich gerade geduscht. Also, nicht, dass wieder ein Kommentar kommt, ich sollte meine Haare waschen, weil die so fettig sind, ne? Die sind nass. Oh, meine Fresse, das regt mich jetzt so auf, weil ich wollte gestern noch in der Nacht ein Video schneiden, also mein Video schneiden, und dann hochladen, damit es Samstag online ist. Und das hat mich so geärgert. Jetzt habe ich da, ich kann doch nicht nur filmen, wie ich Guten Morgen sage, wie ich telefoniere und wie ich Tschüss sage. Das ist doch viel zu wenig. Naja, also habe ich gedacht, gut, dann rede ich jetzt noch ein bisschen mit euch. Trink dabei einen Kaffee mit Alpro Soja Vanille. Das habe ich nur gemacht, weil ich keine andere Sojamilch mehr hatte. Und dann habe ich gedacht, gut, dann nehme ich das. Und ich meine, es gibt ja sogar Vanillekaffee, also Vanille-Cappuccino und so. Also warum denn nicht? Es ärgert mich trotzdem, dass diese Daten geschrottet sind. Zum Kotzen. Und das schmeckt richtig gut. Also kann ich nur empfehlen. Kaffee und Soja-Vanille. Ja. Na gut. Wie ist denn heute mein Plan für heute? Kann ich euch sagen. Ich treffe mich nachher mit meinem Ex-Freund zum Eisessen. Er hatte Geburtstag. Entschuldigt. Ich muss noch eine Tablette nehmen, fällt mir gerade ein. Und das ist jetzt nichts Schlimmes, das ist nur von DM. Reizdarmkapseln, weil ich ein Reizdarmsyndrom habe und die ganz gut sind. Ja, also wir treffen uns zum Eisessen. Aber es ist jetzt nicht so warm, dass man Eis essen sollte oder könnte. Nein, man kann immer Eis essen. Aber mal gucken. Wenn nicht, kann man auch normal essen gehen. Mal schauen. Ja, das ist so mein Plan. Dann will ich dieses Video endlich schneiden und hochladen. Dann möchte ich eine Runde zocken. Und zwar Life is Strange. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und das ist total, das ist richtig geil. Das spielt ja Kronk auch und habe ich gesehen. Ich habe erst gesehen, dass er spielt, als ich es gespielt habe, als ich es mir runtergeladen habe. Und dann habe ich gesehen bei Steam, dass er das ausspielt. Das war aber nicht meine Absicht, das zu spielen, nur weil er spielt. Nein, weil es war kostenlos und
Es macht echt süchtig. Das macht voll Bock, echt. Das ist so, wie soll ich das erklären? Also man spielt, aber währenddessen schaut man immer wieder kleine Filmchen und es erinnert irgendwie so an amerikanische College-Filme. So. Wisst ihr? So aus dem College, so Liebesdramen und was weiß ich, das ist genau das Spiel irgendwie. Total geil. Richtig geil gemacht, weil man, gut, das ist ja halt auf Englisch und man muss in Deutsch mitlesen. Und ich kann ja überhaupt kein Englisch oder ganz wenig halt, nur das, was ich mir selber beigebracht habe. Aber das ist voll geil, weil dieses Spielen und einen Film gucken dabei quasi, das ist richtig geil. Also ich finde das geil. Ne, alles, was ich heute erwähnt habe, tue ich auch wieder in die Infobox. Und ja, mal gucken. Nein, warum sage ich mal gucken? Genau. So ist es. Unten ist auch das Spiel verlinkt, was ich gerade spiele. Und wenn ihr draufklickt, dann habt ihr wieder dieses gleiche wie bei Amazon. Wenn ihr draufklickt, dann bekomme ich 2 oder 3% des Kaufpreises zurück, wenn ihr das denn überhaupt über den Link kauft. So, dann wollen wir mal in den Tag starten und bis dann. So, meine Lieben, ich wollte noch Tschüss sagen und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen oben da, abonniert mich und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich ein Video hochlade. Und ansonsten sieht man sich nächsten Samstag wieder. Tschüss. Dann. Achso, unten ist auch das. Unten ist auch.